In diesem Video möchte ich euch kurz den Segelgleiter Ketana von Jabba dem Hutten vorstellen. Sie stellt eine seltsame Kombination von Überfluss und Minimalismus dar und spiegelt damit den Geschmack seines niederträchtigen Besitzers wider. Das riesige Vergnügungsschiff gleitet auf 3 Repulsorliftantrieben sanft durch die Wüste. Sie befördert den Verbrecherboss von seinem Palast in der Einöde Tatooines zu seinem Stadtsitz in Mos Eisley und zurück. Jabba ist dafür bekannt, mit Ketana weit über die Dünen zu segeln, um dort finstere Geschäfte abzuschließen oder weit entfernten Podrennen beizuwohnen, die sein Wettimperium bereichern. In den dunkelsten Zeiten des Schiffs wurden vor dem Hutten Exekutionen oder gewalttätige und tödliche Gladiatorenspiele zu seiner Unterhaltung in entlegenen Wüstentälern abgehalten. Wo immer er gesehen wird, führt der Gleiter den unheilvollen Schatten der Präsenz seines Meisters mit sich. Segelgleiter wie der von Jabba sehen oft sehr primitiv aus. Tatsächlich dienen die dekorativen Segel hauptsächlich als Plane und spenden Schatten. Die Segel können den Gleiter zwar in milden Winden bewegen, doch der primäre Antrieb kommt vom Schubsystem des Repulsorliftantriebs. Da der Hutte die trockene Wüstenluft über alles liebte, hatte er die Klimaanlagen der Segelbarke entfernen lassen und versah stattdessen die Seitenwände mit geschlitzten Fensterläden. Der Segelgleiter hat eine Länge von etwas über 26 Meter und wurde von den Ubrikianischen Wunschfahrzeugdivisionen konstruiert. Es kann bis zu 500 Passagiere an Bord nehmen und benötigt für den Einsatz eine Crew von 26 Besatzungsmitgliedern. Während andere teure Vergnügungsschiffe mit Luxus aller Art ausgestattet sind, ist dieser Gleiter eher spartanisch eingerichtet. Ihr einziger Luxus ist die Küche. Jabbas Appetit nach Fleisch beinhaltet normalerweise 9 Essen am Tag, was seine Köche ständig beschäftigt. Der Gleiter hat auch Tanks für lebendiges Essen, da Jabba dieses bevorzugte. Die Ketana wurde vor langer Zeit als Vergnügungsboot entworfen und sollte nie bewaffnet werden. Jabbas Aktivitäten brachten ihm aber mehr als nur einmal Ärger ein, sodass in seinen Palastwerkstätten Waffenmodifikationen vorgenommen wurden. Die Geländer wurden durchbohrt, um daran schwere Blaster zu befestigen, und ein mächtiges Deckgeschütz wurde installiert, um angreifende Schiffe auszuschalten. Diese Geschütze wurden auch benutzt, um die Behausungen derer zu zerstören, die sich Jabba widersetzten. 2 Sandskiffs begleiteten die Ketana auf ihren Reisen. Diese Fähren transportierten Passagiere von und zum Segelgleiter. Auf der Reise führen die kleinen Fähren Wachen mit sich, um nach einem Hinterhalt der vielen Feinde Ausschau zu halten. Die Skiffs sind nicht mehr als fliegende Plattformen, unbequem und ungeschützt gegen den Wind, Sand oder die Sonne und dazu gedacht, den Wachen eine klare Sicht auf alles um sie herum zu ermöglichen. Ihr Ende fand die Segelbarke, als sich Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia sowie der Wookiee Chewbacca und die beiden Droiden C-3PO und R2-D2 mit Hilfe von Lando Calrissian befreien konnten und das Schiff mit dem Deckgeschütz zerstörten. Das Wrack, welches sich im westlichen Dünenmeer direkt neben der Salakgrube befindet, wurde kurze Zeit nach seiner Zerstörung von den Jawas geplündert. Diese entfernten alle noch brauchbaren Teile und lagerten sie in ihren Sandcrawlern ein. Wenn ihr jetzt noch mehr über Jabbas Palast auf Tatooine wissen wollt, dann klickt hier links auf das verlinkte Video. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.